Hallo Freunde und willkommen zurück zu Mittelerde Schatten des Krieges. Hier oben auf diesem wunderschönen Turm in Nurm. Ich habe mir überlegt, wir werden heute mal versuchen, hier noch ein bisschen zu diesem Hadia durchzuarbeiten. Auf dem Weg möchte ich die Sachen hier mitnehmen. Gucken, jeden oder möglichst viele Würmer, die ich sehe, mitnehmen, um Infos zu sammeln. Denn wir wissen ja alle, das brauchen wir. So. Da vorne ist theoretisch auch noch ein Dingens. Aber ich bin mir unsicher, da ich eigentlich nichts über die ganzen Hauptmänner hier weiß, würde ich das gerne vermeiden. Und Karagor, ich rede dich jetzt einfach mal. Guck einfach nur zwischendurch auf die Minimap, ob ich irgendwo Würmer sehe. Die sind mir einfach hängen geblieben. So, da vorne ist schon wieder ein Karagor. Vorne sind irgendwo. Achso, die laufen da hinten lang. Ich mache einen Gürtel aus dir! Spürst du das? Ich wollte eigentlich nicht den Karagor killen. So, da unten sehe ich einen Wurm. Hallöchen. Jetzt leidest du! Guten Tag. Der hat ein lustiges Tattoo auf dem Kopf. Den kennen wir schon. So, den kennen wir auch. Das war uns wichtig. Mal einen übernehmen, der hier so eine Herausforderung umlaufen hat. Boah. Zumal das ist ein Leibwächter von einem anderen Typen. Das ist ganz nützlich. Tag. Du bist nicht spürbar. Was solltest du mit einer Pflanze behandeln? Du kriegst mich nie leben. Doch, kriege ich. Und ach, ich hätte nämlich auch gerne Infos über den anderen Typen hier. So, es kann sein, dass wir uns jetzt erstmal mit ein paar Orks prügeln müssen. Jetzt mal, damit der uns nicht auf den Sack geht. Ja, das ist ja das Schöne. Ja, ich weiß, das ist der da oben eigentlich, aber er hat mich trotzdem noch erwischt, der Arsch. Meine Reihe. Gut, wir haben ein paar Infos bekommen. Jemand hat ihn getötet. Ich werde das ermorden, was das getan hat. Ist auch noch ein Wurm. Na dann. Takra. Okay, da hinten ist auch noch so ein Dude. Nö, dann gehe ich da jetzt nicht. Gehe ich da jetzt nicht mal. Mal nicht hin, so. Mit dir. Wie viele Karagor kann ein Drache tragen? Ich will irgendwann mal rausfinden. Ich sehe da in der Höhle scheinbar einen Grauk. Nicht cool. Und Spinnen. Der Grauk ist unter uns, also ignoriere ich ihn einfach. Die Schönheit Nords, die Pracht seiner Hügel und Wälder. Er schien zu schaudern.
Sauron sah die Welt als Chaos und Makel, die... Ich sollte sie ausreden lassen. Der einzige Makel Norns sind die Orks. Saurons Vorstellung von Vollkommenheit ist abscheulich. Ja, das ist korrekt. So, da ist aber der Wurm. Oder es wird Zeit für eine Extra-Potte. Du bist mein. Möglicherweise sucht er sich immer den Wurm raus. Die sind sich auch am. Wem ist der sich denn am Prügeln? Oder. Ah ne, das muss ja nicht unbedingt eine Prügelei sein. Das kann ja auch einfach sein, dass die hier. Eigentlich hätte ich sinnvollerweise den anderen Typen killen sollen. Hallo. Oh, ey. Nein. Ganz, ganz doof. Ich frage mich halt immer noch, was Verfluchen genau bringt. So, wir sind auf dem Weg gewesen. Vielleicht finden wir nochmal. Gut, hier oben Pfeile verkehrt. Okay, das ist da oben. Na dann. Nimm das doch mal. Ich weiß, ich bin auf dem falschen, aber ich wollte den dann noch ausschalten. Hallo. So. Guten Tag, was haben wir denn hier? Dieses Ruder stammt von einem Langschiff, das in der Bucht von Belfalas angespült wurde. Okay. Es ging sicher durch viele Korsarenhände, bevor es seinen Weg ins Landesinnere fand, wo ich es vor Jahren auf dem Wagen eines Händlers erspähte. Oft fragte ich mich, welche Hände damit ruderten. Waren es die schwieligen Hände eines Sklaven oder die eines verwegenen Korsaren aus Umbar? Ich werde es wohl nie erfahren. Ich weiß nicht, das sieht mir zu verziert aus, als dass es nur Korsaren gehört hätte. Aber gut, was weiß ich schon über Korsaren? Was nützt ein Ruder ohne sein Boot? Und so weit weg vom Meer. Es erinnert daran, dass Mittelerde auch über die Grenzen Mordors hinausgeht. Genau. Ushak. Auch so ein Typ, den wir nicht kennen. Wenn ich einen von euch töte, wird der Rest von euch dann einen Zahn zulegen? Weiß ich, könnte mich auch einfach mit dem prügeln, aber... Was haben wir denn hier? Nutze die Stärke eines Grauks, um die Ghoul-Plage zu eliminieren. Okay. Bellas, die Orks achten Stärke. Stammen sie von einem Grauk, einem Häuptling oder einem Ring. Doch in Mordor macht Stärke einen Ork zu einem verlockenden Ziel. Bitte 100 Ghule mit Feuer oder innerhalb der. Soll ich die denn mit Feuer killen? LT und RT. Mit LT zielen und mit RT Feuer. Also scheinbar haben wir hier einen Feuerkrauk. Der unendlich Feuer spalten kann. Zu vergiften.
So. Wir haben gut mit Feuer getötet. Jetzt müssen wir uns nur noch beeilen. Sehr schön. Easy. Alles erledigt. Das war echt eigentlich ziemlich einfach. Die bloße Kraft ist die Fähigkeit, sie zu führen, selbst wenn es nicht die eigene ist. Das hast du sehr schön gesagt. Ich wollte eigentlich dahin, sondern hier eigentlich auch nicht hin, aber hey. Als erstes tauschen wir das mal aus, weil mehr Erfahrung ist mehr Erfahrung. Was schmieden. Aber weiter schmieden ist noch nicht drin. So, dann können wir noch unsere Charakter hier einfach was ausfüllen. Den Drachenreiter, der fehlt uns ja noch. Ne? So, damit haben wir alle Hauptfähigkeiten. Das ist ganz gut. Nein, das ist der Falsche. Hallo. Infos bitte. Die beiden hier lasse ich jetzt erstmal raus, weil die sich relativ bald verprügeln haben. Ich wollte den gar nicht als Ziel festlegen. Habe ich einmal zu viel gedrückt. Aha. Du gehst nicht gesagt. Du auch nicht. Das ist toll. Aha. Er ist schön benommen. Hier vorne waren irgendwo noch ein paar Würmer da oben. Was? Gar nicht. Gelogen. Knie vor mir nieder! So, da gerade den Boden. Nee. Wo ist denn der Kerl, den ich gerade eben. Der Kuppler, der ist hier direkt vor mir, glaube ich. Dann durch Fernkampf. Das ist natürlich sehr gut, dass ich mir gerade einen Fernkämpfer genommen habe. Ich weiß nicht, ob der immun war. Nö, war er nicht. Du bist echt eine Plage! Hallo! Jetzt haben wir ihn, Jungs! Waldläufer! Meinst du kannst dich heranschleichen? Dann schleich doch mal deinem Tod davon! Du bist gebrochen, Onkel. Ich ersetze dich nicht! Du gehörst mir. Ich rekrutiere dich auch mal. Was soll ich für dich tun? Schätze, ich muss jetzt dir den Rücken frei halten. Das hast du sehr gut erkannt. So, da ist nochmal ein Wurm. Wie geht's, Herr? Oh, du vergrößerst schon deinen Machtbereich. Sehr schön. Weißt du was? Du solltest den da zu deinem Leibwächter machen. Wer sich in Mordor einen Namen machen will, braucht einen oder zwei. Also, außer mir. Ist doch klar. Boah, bevor mir auf dem Schlachtfeld jemand hilft, schneide ich mir lieber die Kehle durch. Aber du könntest etwas Hilfe brauchen. Ist doch keine Schande. Okay. So, ich kann ihn befehligen und dann zu meinem Gefolg meinem Leibwächter machen. Was? Rennt er mir jetzt die ganze Zeit hinterher, oder?
Leibwächter herbeirufen. Ah, Gefolgsleute, die als deine Leibwächter dienen, können jetzt herbeigerufen werden, um an deiner Seite zu kämpfen. Okay, das ist cool. Das ersetzt die Undorianer scheinbar. Hallo. So, Infos sammeln. Weil hier ist kein Wurm, sondern einfach nur ein Schreibtisch. Hier kenne ich noch nicht die Infos, also. Panchance aus Spinnen und Gift. Flamba. Es könnte lustig werden. So. Dann waren wir aber auf dem Weg zu dem Hedir. Da kommen wir an dem Monument vorbei. Das können wir zerstören. Sehr schön. So, ich würde jetzt gerne eben hier oben ihn einmal ausschalten. Toll. Unterfallen sollte der eigentlich nicht, aber hey. So prügeln sich da vorne. Nee, die prügeln sich scheinbar nicht. Er ist ein Reiter, okay. Du siehst hungrig aus, Karagor. Ich hingegen bin pappsatt. Ich bin neu in Karagor auf der Spur, östlich von hier. Größte Hilfe damit. Keine Chance. Sie sind auf dem. Ich hab keine Lust, mich mit dem Karagor zu prügeln, aber. Noch einfach töten. Hallo. Das ging schneller als gedacht. So, da links ist direkt auch wieder ein Wurm, das ist gut. Ich frage mich, was Karagor zu sagen hätten, wenn sie sprechen könnten. Nicht viel. Ich glaube nichts. Dich nehme ich mal kurz mit. Habe ich da gerade etwas gehört? Nein. Passt, Talion. So, weg damit. Ich sehe schon Gespenster. Guten Tag. Du gibst mir mal bitte Infos über. Über den da. Der Donnerer. Okay. Zum Leuchtfeuer. Und hier aufgehängt. Ja, was haben die da aufgehängt? Ah, kümmere ich mich später darum. Sind auch ein paar weitere Würmer. Du bist mein. Du kannst mir auch Infos geben. So, ich habe ich noch gar nicht. Der Poet, der sagt mir irgendwas. Dieser elende Tag! Tötet ihn! Schlag den Kämpfer gegen mich! Nicht so kommst du nicht lebendig! Stirb! Stirb! Erzählt vor mir! Renn's mir nicht weg, Junge. So. Oh, Reiter. Der wäre interessant, den zu übernehmen. Also zu rekrutieren. Und auch du gehörst mir. So.
Menschen Abschaum! Elvin, begebt euch hinter ihm! Es zerquetscht mich! Wir schließen deinen Kopf auf einen Pfahl! So. Unsere Krieger sind stärker! Komm doch hier mal ein bisschen auf. Moment, ich hab doch durch. Ich weiß nicht mehr wie, aber irgendwie habe ich ja auch so Elbenpfeile bekommen. Aber egal, wir holen uns jetzt hier noch den Hedier. Dann reicht's eigentlich auch für heute. Haben wir hier ein bisschen Spaß gehabt. Und vor allem haben wir viel über die Hauptmänner dieses Ortes gelernt. Talion. Ich musste B drücken und nicht RB. Dich wissen können. Muss ich aber nicht. So, eine Erinnerung Kankras, zweimal Ethildin, drei Artefakte. Das hier ist noch einiges los, ey. So, einmal Ethelien fehlt noch. Du Kacke. Die Dinger sind ja richtig weit weg. So, wir können in der nächsten Folge vielleicht einfach mal den Außenposten hier erobern. Und uns dann irgendwann auch um den Außenposten kümmern. Ja, macht auf jeden Fall alles Spaß. Ich hoffe, ich mache heute Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns morgen wieder zu Mittelerde, Schatten des Krieges. Bis dahin, bis dann. Ciao, Freunde.